Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. In diesem Video werde ich euch heute zeigen, wie man eine vollautomatische und sehr einfache und auch sehr effiziente Minecraft-Bambus-Farm bauen kann. Und ich hatte schon mal ein Tutorial zu einer anderen Bambus-Farm, die war auch automatisch und funktioniert auch immer noch sehr gut. Diese hier ist allerdings ein bisschen cooler, finde ich zumindest, und auch einfacher zu bauen eben. Trotzdem, falls euch die andere Farm interessiert, ist in der Beschreibung verlinkt. Und an der Stelle, ihr könnt auch gerne abonnieren, ich mache öfter solche Minecraft-Tutorials, falls euch sowas auch interessiert. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mal mit der Farm an. Und das erste, was wir machen müssen, ist natürlich den Mechanismus zu bauen, der dann im Endeffekt auch den Bambus einsammelt. Und dafür braucht man erstmal die Sachen, die ich hier im Inventar habe. Also bedeutet Kiste, Hopper, dann irgendeinen Stein, den ihr zum Bauen benutzen möchtet. Dann braucht man noch Redstone-Blöcke, Redstone-Rails und dann ganz normale Schienen nochmal und natürlich auch Minecarts mit einem Trichter. Und zunächst müsst ihr euch jetzt überlegen, wie groß ihr die Farm bauen möchtet, denn ihr könnt sie theoretisch unendlich lang bauen. Ich mache sie in diesem Fall jetzt einfach mal 8 Blöcke breit, das bedeutet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wie gesagt, lang könnt ihr sie machen, soweit ihr möchtet theoretisch. Ich mache sie in diesem Fall allerdings 13 Blöcke lang, das bedeutet, einen Block haben wir schon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13. Und hier oben drauf, das wird jetzt quasi auch eure Anbaufläche dann später. Und was wir jetzt machen ist, wir schnappen uns erstmal die Kisten und platzieren hier erstmal 4 Doppelkisten in diesem Fall jetzt. Das müsstet ihr natürlich bei euch dann anpassen, je nachdem wie groß ihr die Farm baut. Und da hinten dran jeweils mit Shift und Rechtsklick nochmal Trichter. Theoretisch würde auch eine Kiste reichen, allerdings wird die dann ziemlich schnell voll sein. Deswegen habe ich jetzt hier einfach mal mehrere Kisten genommen. Und das nächste, was wir machen, ist, wir schnappen uns den Redstone-Block und platzieren hier einen Block hin. Dann lassen wir einen frei und das machen wir dann, bis wir hier sind. Das sollte dann in etwa so aussehen. Und dann können wir hier auch schon überall Blöcke hinstellen. So, zack, 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 das mache ich jetzt mal schnell. Das Ganze sollte dann circa so aussehen. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir machen hier eine kleine Schienenfahrt hin quasi. Und zwar machen wir es so, dass halt immer hier ein Kreis ist pro Doppelkiste. Das bedeutet, wir machen hier jetzt erstmal einen Kreis mit Schienen. So bis nach hier hinten und dann geht's. Oh, hoppala. Das müsst ihr natürlich dann vermeiden. Das soll natürlich so ein richtiger Kreis werden. So ungefähr sollte das dann aussehen. Und da, wo der Redstone-Block ist, da machen wir dann eine Power-Rail hin. Und dann können wir nämlich einen Minecart darauf stellen, das mal kurz anschubsen. Und das sollte jetzt hier die ganze Zeit im Kreis fahren und wird dann später halt den Bambus einsammeln, hier hinten zu den Trichtern bringen. Und die Trichter bringen das Ganze dann in die Kiste. Und das Ganze machen wir jetzt natürlich auch noch für die anderen drei Bahnen hier. Und das würde ich sagen, mache ich jetzt auch nochmal schnell. Wenn ihr das gemacht habt, sollte das im Endeffekt so aussehen. Und manchmal kann es jetzt allerdings passieren, dass die Minecarts quasi so gegeneinander anecken quasi. Und da werden die so langsam wie dieses hier vorne zum Beispiel. Und was ihr dann machen müsst, ist entweder ihr schubst das Ganze nochmal an oder ihr platziert halt noch mehr von den Power Rails zwischendurch, damit sie halt, egal wo sie sind, immer mal wieder so einen kleinen Speedboost bekommen. Hier sieht man das Ganze jetzt auch nochmal. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich liegt es daran, dass sie in den Ecken dann gegeneinander fahren. Aber wie gesagt, wenn ihr dann halt mehr Power Rails quasi überall nochmal hinplatziert, dann sollte das nicht mehr ganz so schlimm sein. Solange sie halt nicht ganz stehen bleiben, das solltet ihr dann irgendwie anders nochmal fixen. So, aber so sollte es dann erstmal reichen. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir bauen quasi die Anbaufläche. Und dafür schnappen wir uns dann einmal Dirt, natürlich wieder irgendeinen Block, mit dem wir bauen möchten. Und was wir dann noch brauchen, ist einen Block, den man nicht verschieben kann. Und dafür nehme ich jetzt mal Obsidian, aber ihr könntet auch zum Beispiel Öfen nehmen, glaube ich, oder Terrakotta geht, glaube ich, sogar auch. Und das erste, was wir jetzt machen, ist, wir platzieren erstmal quasi hier dann 8x13 Dirtblöcke oben auf die Schienen oben drauf. Das sollte dann bei euch in etwa so aussehen. Und das wird jetzt im Endeffekt quasi die Fläche, wo dann der Bambus drauf wachsen wird. Das bedeutet, wir umranden das Ganze jetzt noch einmal mit einem Block eurer Wahl. Wie gesagt, ich nehme jetzt mal in diesem Fall Quarz. Und dann müssen wir da oben drauf nämlich noch etwas mit Obsidian bauen. Denn diese Farm wird mit Slimeblöcken und Pistons funktionieren. Und damit halt nichts hier verschoben wird und damit die ganze Farm halt einfach normal funktioniert, brauchen wir eben Obsidian. Und zwar müsst ihr euch jetzt vorstellen, oder ich kann es auch einmal zeigen schnell, dass der Bambus ja quasi hier wachsen wird, auf dieser Höhe. Und den wollen wir ja nicht ernten, also der unterste soll ja immer stehen bleiben, damit es halt immer nachwachsen kann. Das bedeutet, auf der nächsten Ebene, also auf dieser hier quasi, wird dann der Pisten hin und her geschoben mit den Slimeblöcken und die werden dann hier alles kaputt machen. Und das bedeutet, auf dieser Höhe brauchen wir jetzt auch nochmal einen Ring mit Obsidian. So, wobei wir dann eine Seite uns aussuchen, zum Beispiel diese hier, und die lassen wir dann erstmal offen und machen da unten auf dieser Ebene eine Reihe. So sollte das Ganze dann in etwa aussehen, denn hier wird dann quasi der Mechanismus drauf hin und her fahren. Was wir dann da nur machen müssen, ist einen weiteren Block hier platzieren, das an der anderen Seite natürlich auch. Dann sollte das ungefähr so aussehen. Ihr könntet hier unten jetzt allerdings natürlich noch einen anderen Block hinmachen, zum Beispiel irgendwie Glas oder sowas, aber ich lasse das jetzt an der Stelle mal. Sondern das nächste, was wir machen, ist, wir platzieren hier jetzt diese Maschine. Und für diese Maschine brauchen wir auch gar nicht so viel. Wir brauchen einmal einen Observer, beziehungsweise zwei Observer und zwei Sticky Pisten. Und dann brauchen wir natürlich noch einen ganzen Haufen Slime-Blöcke. So, und was wir dann noch brauchen, ist einmal eine Lampe am besten und dann zum Beispiel einen Schalter. Und das Ganze wird jetzt so funktionieren, dass wir quasi hier, ich baue einfach die Maschine, würde ich sagen. Also hier muss dann der Output
quasi nach da gehen, das bedeutet, der rote Punkt muss hier hin zeigen. Dann kommt da ein Slimeblock hin und neben den Slimeblock kommt dann noch einen ganzen Haufen Slimeblöcke halt bis zu der Wand hier. Und dann auf dieser Seite kommt dann ein Sticky Piston, der da wieder hin zeigt, also so in etwa. Und das Ganze wird dann quasi nochmal umgedreht, hier platziert, wobei wir halt hier nicht ganz weit nach rechts gehen, sondern hier nur einen Block haben. Und dieser Block hier zeigt dann auch wieder in diesen Slimeblock rein, das bedeutet, der rote Punkt soll nicht nach da zeigen, wie ich es jetzt gebaut habe, sondern so mit dem roten Punkt nach da, sodass das Gesicht einmal nach da guckt und das andere Gesicht hier quasi in diese Richtung guckt. Und jetzt seht ihr, ich habe den Block hier weggemacht und dadurch hat das Gesicht erkannt, dass sich was geändert hat und jetzt fährt es nach links. Und das Ganze können wir eben ausnutzen, denn wir haben ja hier einmal ein Gesicht und da platziere ich jetzt einfach mal einen Block hin und dann wird das Ganze jetzt noch einmal nach hier gehen. Genau. Und hier machen wir das Ganze auch nochmal so. Wobei, hier muss der nach da. So rum. Zack. Und jetzt seht ihr nämlich, das Ganze wird jedes Mal, wenn sich der Block quasi updatet, hin und her fahren. Und das ist eben das Coole, weil wir können jetzt einfach einen Schalter auf die Lampe machen. Und wenn ich den Schalter jetzt umlege, dann ändert sich ja die Lampe. Und das erkennt der Observer-Block und schiebt dann das ganze Ding einmal in die andere Richtung. So. Und ich kann hier gleich schon mal ein bisschen mehr Bambus anbauen. Oder das mache ich gleich dann. Denn jetzt können wir nämlich das Ganze auch hier nochmal machen. Denn hier haben wir auch wieder eine Lampe. Und da machen wir dann einfach den Schalter drauf und dann fährt das Ganze wieder in die andere Richtung. Und das ist ziemlich cool und wir können jetzt hier einfach überall Bambus hinstellen. So, das mache ich mal schnell. So sieht das Ganze denn aus. Und wenn der Bambus jetzt hochwächst, das ändere ich mal kurz mit der Game Rule Random Tick Speed, machen wir mal auf 1000. Jetzt seht ihr, wie das Ganze denn aussehen würde, wenn es hochwächst. So, tralala, das dauert jetzt noch ein bisschen. Und was ihr jetzt theoretisch auch noch machen könnt, ist hier einen Rahmen drumherum zu bauen. Das bedeutet, wir würden jetzt hier einfach mal zum Beispiel Glas uns schnappen. Und dann hier nochmal drumrum eine Schicht mit Glas machen, die halt so hoch ist, wie halt das Bambus wachsen kann. Das bedeutet bis hierhin. Das wird nämlich dafür sorgen, dass halt keine Bambusblöcke oder keine Bambus-Items vielmehr eben daneben fallen. Weil jedes Mal, wenn jetzt ein Item zum Beispiel nicht auf diesem Gras landet, sondern hier auf dem Rand, dann würde es halt nicht eingesammelt werden. Und das ist natürlich blöd. Und dementsprechend könnten wir dann hier einfach eine Schicht nochmal drumrum bauen, beziehungsweise hier insgesamt die Blöcke halt so hoch, wie der Bambus wächst, drumrum bauen. Und dann würde uns das nicht verloren gehen. Und das Ganze mache ich jetzt mal wieder auf Random Tick Speed 1. Und wenn wir jetzt nämlich die Farm anmachen, dann seht ihr, das wird da einmal durchfahren. Es wird ein bisschen laggen, aber im Endeffekt wird der ganze Bambus hier abgefarmt. Und jetzt, was natürlich jetzt der Fall ist, ist, dass hier auf den Slimeblöcken auch noch ein paar Sachen sind. Dann können wir das Ganze nochmal einfach in die andere Richtung schieben. Und dann würden die Sachen noch runterfallen. Und jetzt haben wir natürlich, wie gesagt, hier ganz viele Blöcke, die halt daneben gefallen sind. Aber wobei, so viele sind das nicht, aber es sind halt schon einige. Wenn ihr hier seht, das waren jetzt schon fast 2 Stacks oder wahrscheinlich über 2 Stacks hier mit allem drum und dran, ja. Das ist natürlich blöd, deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall noch einmal drumherum zu bauen mit Glas oder mit irgendeinem Stein, Cobblestone, was auch immer ihr überhaupt. Und das Ganze wird jetzt halt von den Minecarts hier eingesammelt und wird dann hier in die Kisten gebracht. Und ihr seht schon, hier sammelt sich schon einiges an. Und jedes Mal, wenn die Minecarts halt zurückkommen, dann wird hier noch mehr dazukommen. Das ist eben eine ziemlich coole Farm und die könnt ihr theoretisch halt super einfach bauen und ihr braucht halt wirklich nicht viel dafür. Also wahrscheinlich ist sogar das unterste hier am aufwendigsten. Und diese Maschine ist halt relativ schnell gebaut tatsächlich. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Bambus in die Kommentare. Und ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Farm soweit gefallen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.